Mind for Family ist heute für euch unterwegs, live bei Violetta in der Festhalle in Frankfurt. Was findet ihr beiden so toll an Violetta? Sie kann gut singen. Ja. Und sie ist einfach sowas von hübsch. Ja. Veo, veo, quem ves? Du non im Wende, de que geas ve. Ja. Sie kann gut singen und sie kann gut tanzen. Und du? Ich finde die ganze Serie toll, auch wie sie singt und wie sie tanzt. Versteht ihr auch ein bisschen Spanisch oder wollt ihr wegen Violetta Spanisch lernen? Ja. Ja, ich bin jetzt auf dem Gymnasium und wenn dann die drei Fremdsprachen oder so kommen, werde ich Spanisch. Also schon inspiriert durch Violetta. Schön singen kann. Ja, und ihre wunderbare Stimme. Und du? Auch. Und die Eltern? Auch ganz aufgeregt auf das Konzert? Also springt langsam über der Funke, ja. Dass sie kann schön singen und ich finde, sie sieht auch schön aus. Und du? Ich finde auch, dass sie gut singen kann. Ja, wir haben kaum geschlafen auf jeden Fall. Wir sind total die Ultras von Violetta und sind total froh, hier zu sein. Ja, wir freuen uns total und Violetta läuft auch immer abends im Fernsehen bei uns. Und ja, jetzt wollen wir sie live sehen. Richtige Fans also. Ja, Fleisch und Blut. Und verfolgst du die Sendung auf Disney schon lange? Bist du ein großer Fan von ihr? Ja. Warst bestimmt auch ganz schön aufgeregt heute auf den Tag, oder? Ja, sehr. Weil sie so hübsch ist und weil sie gut singen kann. Kannst du auch ein bisschen Spanisch oder willst du wegen ihr Spanisch lernen? Ich will wegen ihr Spanisch lernen. Ja? Was findet ihr so toll an Violetta? Dass sie schön ist und gut singen kann. Ja, ja, das Gleiche eigentlich. Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa sin un barro sé. Nunca hay tiempo para nada. Pienso que donde doy cuenta mi reloj, mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo. Siento lo que soy y no voy a parar de un segundo. Super, das war richtig schön, das habt ihr toll gemacht. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß auf dem Konzert. Dankeschön. Tschüss.